In der Pfalz geht ein Paar mit der Pfeif in die Kirche. Durch meine Tätigkeit, auch hier als Pfarrer, der mit der Pfeif in die Kirche geht, nach dem alten Spruch, in der Pfalz geht ein Paar mit der Pfeif in die Kirche, bin ich wohl auch der Einzige, der das praktiziert, um den Menschen erfreut zu machen. Im Zusammenhang mit dem Wort Evangelium. Weil Evangelium heißt frohe Botschaft. Das heißt, es soll die Menschen froh machen. Und wenn ich so viele Menschen wie heute wieder in dem Gottesdienst lachen sehe und sich freuen sehe, dann denke ich, mein Auftrag ist wirklich dadurch erfüllt, durch die Verkündigung Freude am Leben zu machen. Durch eine Witte, die ich gemacht habe vor Jahren auf der Kerwe, hier auf der Kirchweih, ist auch das zustande gekommen, dass in Weisenheim am Berg der einzige Kanzelkeller von der ganzen Welt steht, wo dann bei der Dialektpredigt eine Flasche Wein auf dem Kanzelboden steht. Ein wunderschöner Riesling und das noch aus dem eigenen Weinberg, ein Friedelsheimer Riesling, da habe ich nämlich, wo ich herkomme, meine eigenen Weinberge noch. Und es freut mich ganz besonders, denn wenn du mit der Natur schaffst, wie ich noch in der Vineyard, und dann kannst du so ein Gläschen Wein, so ein Riesling, noch viel höher schätzen und die Dankbarkeit in dir ist noch größer. Deshalb sage ich, Prost der Verbandsgemeinde Freundsheim, alle, die da leben, Prost allen, die jeweils uns besuchen. In der Pfalz geht ein Paar mit der Pfeif in die Kirche. In der Pfalz, da singt jedes junge Mädel wie ein Lärsch. Und beim Boy, lieber Freund, in der Pfalz kriegst das ganze Jahr kein trockenen Hals.